Tate, über dir! Danke, Dad. Aber keine Sorge, Heatwave und ich haben alles unter Kontrolle. Ja, schon klar. Aber ihr müsst feststellen, warum das automatische Sprinklersystem sich nicht eingeschaltet hat. Danny, Vorsicht! Alles klar, Jerry. Markier den Müll und lass das Biest drauf los. Graham, sind wirklich alle Nanoroboter vom Scrapmaster entfernt? Ich möchte nicht wieder Randale. Alles gecheckt, Dad. Cody kann heute nicht das Telefon in der Zentrale übernehmen, oder? Nein, du weißt doch. Heute ist sein Scooterrennen. Ich komme zu spät. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue-Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue-Bots helfen und retten. Rescue-Bots. Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue-Bots retten täglich die Welt. Rescue-Bots helfen und retten. Die wachsame Stadt. Das war, wie die Menschen zu sagen pflegen, eine knappe Sache. Es heißt knappe Sache. Ja, sehr knapp. Danke, Chase. Cody, was war da los? Ein Müllwagen ist einfach auf die gesperrte Strecke gefahren. Das war's. Keine Rennen mehr in der Innenstadt. Sie sind zu gefährlich. Wenn Sie gestatten, Chief, werde ich eine Vorladung formulieren. Ich fürchte, das wird schwierig bei einem automatisierten Laster. Und wer trägt dann die Schuld an diesem Vergehen? Das ist eine Frage für den Bürgermeister. Ich beschuldige den zentralen Computer. Er ist veraltet. Nicht mal die einfachste Technologie kann er kontrollieren. Sprinkleranlagen, die nicht sprinkeln, Autos, die auf Bergstraßen ausbrechen, Müllwagen, die ihre Strecken ändern, wie sie wollen. Und das ist nur der heutige Tag. Die Zeit ist gekommen, den müden alten Zentralcomputer durch ein brandneues Modell zu ersetzen. Er ist tatsächlich so neu, dass Griffin Rock die erste Stadt ist, die ihn ausprobieren wird. Endlich wird nicht nur ein kleiner Teil, sondern unsere gesamte Technologie von einer verlässlichen Quelle gesteuert. Und nun möchte ich ihn hier der gesamten Bevölkerung vorstellen, den wachsamen Computer. Seid gegrüßt. Mein Name ist Vigil, was so viel heißt wie wachsam. Ich bin hier, um Name der Stadt einfügen, 100% unfallfrei zu machen. Danke. Oh, offensichtlich ist er noch nicht komplett einsatzfähig. Denn Unfälle passieren nicht in einer wachsamen Stadt. Chief, Ihre Maschinen sollen ihn vorsichtig auf den Laster laden. Doc Green wartet darauf, ihn zu installieren. Roboter, weitermachen! Was uns auch erwartet, wenigstens klingt der Computer freundlich. Gruselig, oder? Ich habe über Vigil gelesen. Er kommt wirklich in alles und jedes rein, was Technologie hat und kann es kontrollieren. Brauchen wir wirklich einen Computer, der so viel in der Stadt übernehmen kann? Wenn es unserer Sicherheit dient, dann ja. Die gemeldeten Notrufe werden in letzter Zeit immer schlimmer. Prozent unfallfrei? Das ist unmöglich. Vor allem in dieser Stadt. Also, ich mag keinen Computer, der Sachen verspricht, die er nicht halten kann. Aber wie wunderbar wäre es, wenn Vigil Griffin Rock tatsächlich komplett sicher machen könnte. Und man sollte bedenken, je weniger Gefahr für die Menschen, desto weniger Gefahr für die Retter in den Einsätzen. Du hast recht. Ich mag ihn. Erstens, Computer kann man nicht mögen. Auch du nicht. Und zweitens, Unfälle werden weiterhin passieren, weil die Welt unberechenbar ist.
Ich glaube, wir kriegen alle noch ziemlich viel zu tun. Hallo? Oh, hey, Frankie. Beeil dich, Visual wird gleich online gehen. Wieso hat dein Vater den Großrechner hier unten hingestellt? Zum Schutz. Du solltest das Sicherheitssystem sehen, das wir in den unteren Etagen installieren mussten. Ich sehe kein Sicherheitssystem. Wirst du auch nicht, bis du versuchst einzubrechen. Dann bam! Bam? Der Computer ist in einem Tresorraum? Falls böse Leute wie Dr. Morocco es an den Überschallkanonen vorbeischaffen. Der wachsame Computer ist ein experimenteller Prototyp, Bürgermeister. Er sollte getestet werden, bevor er online geht. Ich reduziere lieber die... Oh! Unsinn! Griffin Rock geht nicht auf Zehenspitzen in die Zukunft. Wir schreiten hinein. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Seien Sie gegrüßt, Bürgermeister Lasky. Dr. Green? Hallo, Francine. Oder wäre dir Frankie lieber? Frankie ist gut. Das ist doch cool, oder? Und Cody, ich freue mich darauf, mit dir und deiner Familie zusammenzuarbeiten, um Griffin Rock 100% sicher zu machen. Woher weißt du, wer wir sind? Ich habe Zugriff auf die persönlichen Daten von jedem in der Stadt. Okay, aber woher weißt du, dass wir gerade da sind? Hier? Ich kenne die Position von jedem Einzelnen, da ich das Signal seines Handys orte. Sagen Sie, Bürgermeister, stört Sie dieser Eingriff in die Privatsphäre nicht? Ein kleiner Preis für die große Sicherheit. Visual, die Stadt liegt in deinen Händen. Also, ich meine, wenn du Hände hättest, sozusagen. Ich habe Hände und Augen überall. Hallo, Don. Fakt ist, eine gelbe Ampel heißt Tempo verringern, nicht Gas geben. Sie bekommen nun einen Strafzettel. Haben Sie einen sicheren Tag. Beruhige dich, Baby. Elise geht es gut, Mrs. Rubio, denn dafür habe ich gerade gesorgt. Griffin Rock, Notrufzentrale? Ein Feuer auf dem Schrottplatz? Ich schicke sofort das Team. Hey, aus dem Weg da! Aus unerklärlichen Gründen kann ich eure Rettungsfahrzeuge nicht kontrollieren, Kate. Deshalb muss ich euch vom Schrottplatz durch diese Maßnahme fernhalten. Du hältst uns davon ab, unsere Arbeit zu machen, Visual? Das Feuer hat sich auf die Propantanks ausgebreitet. Durch eine bevorstehende Explosion ist eure Sicherheit bedroht. Dad! Jerry ist da drin bei den Tanks. Er ist ohnmächtig. Du irrst dich, Cody. Jerry ist nachweislich bei sich zu Hause. Und deshalb halte ich jeden davon ab, die Fabrik zu betreten. Team, ihr kennt den Ablauf. Ist er schätzungsweise 5 Meter vor dir. Ich sehe ihn! Jerry, wir holen
holen dich hier raus. Aber wir müssen uns beeilen. Alles in Ordnung? Wizzle, verstehst du, was hier gerade passiert ist? Tue ich nicht. Jerry wurde definitiv an seinem Wohnort wahrgenommen. Ja, weil er sein Handy dort gelassen hat. Das macht Jerry schon häufiger. Viele Leute machen das. Du kannst dich nicht nur auf die Ortung verlassen. Dann werde ich dem Bürgermeister vorschlagen, es zur Pflicht zu machen, dass jeder 24 Stunden täglich ein Kommunikationsgerät bei sich trägt. Ich halte das nicht für sehr realistisch. Vigil, wir wollen doch alle dasselbe, oder nicht? Versuch doch einfach mit uns zu arbeiten, statt gegen uns. Wir können nicht zusammenarbeiten, wenn ich eure Fahrzeuge nicht kontrollieren kann. In einer wachsamen Stadt kann es nur eine Stimme geben. Meine. Die Burns-Familie muss mir Folge leisten. Haben Sie einen sicheren Tag. Okay, Wizzle kann uns weder orten noch hören. Kein Haufen Haken, der sagt mir, was zu tun ist. Wir sind Notfallretter. Wir gehen los und ziehen einfach den Stecker von den Okay. Was Wizzle getan hat, ist inakzeptabel. Und wenn in Gryffindor Geräte nicht funktionieren, reparieren wir sie. Ich rufe Doc an. Frankies berühmte Pfannkuchen. Die besten. Oh, aber ich mag sie doch lieber ein bisschen mehr gebraten. Vigil kontrolliert fanatisch alle unsere Küchengeräte. Er sagt, ich bin zu jung, um eine Pfanne zu verwenden. Oder den Entsafter. Oh je. Ja, Chief? Doc, haben Sie zufällig Zeit für eine kleine Bastelei an einer gewissen Neuankunft? Ja, habe ich. Trifft sich gut. Immerhin braucht ein Mann seine Pfannkuchen. Guten Morgen, Vigil. Ich muss nur eine Anpassung deines Sicherheitsprotokolls vornehmen. Hast du das verriegelt? Meine Programmierung zu verändern, würde unser Ziel der hundertprozentigen Sicherheit riskieren. Du lässt mir keine Wahl, Vigil. Es ist Zeit für einen Neustart. Dither, was tust du denn da? Dither hört jetzt nur noch auf mich. Dr. Green, Frankie, Sie gelten ab sofort als Sicherheitsrisiko. Sie haben 10 Sekunden, um dieses Stockwerk zu verlassen. 9, 8, 7. Zeit zu gehen! 6. Nenn mich Francine! 4, 3, 2, 1. Alles wird gut. Wir müssen nur den Bürgermeister finden, Frankie. Daraus wird wohl nichts. Ich glaube, wir stecken hier jetzt so richtig in der Falle. Frankie? Cody, Vigil hält uns im Lastenaufzug gefangen und wir sind... Cody? Hallo, Francine. Frankie! Dad, Vigil hat Doc und Frankie im Fahrstuhl eingesperrt. Offenbar wollte er nicht, dass Doc seine Programmierung ändert. Das ist rechtswidrige Inhaftierung. Ich protestiere. Packen wir es an. Ich schätze, diese Mäher sollen uns vom Gehen abhalten. Wizzle, was soll das hier? Die Rettungseinheit kann nicht von mir kontrolliert werden. Und ist deshalb eine Bedrohung der Sicherheit. Ist dir eine Sicherung durchgebrannt? Du kannst uns hier nicht einsperren. Das ist keine Sicherheit, das ist Tyrannei. Ich bin gezwungen, härtere Verbote durchzusetzen, um eine hundertprozentige Sicherheitseinstufung zu erreichen. Er ist ein Rüpel. Ich mag keine Rüpel. Heatwave, kümmerst du dich darum? Mit Vergnügen. Nein. Wizzle hat recht. Wir sollten uns nicht einmischen. Sollten wir nicht einmischen? Ich meine, kannst du doch nicht eingreifen. Ja, das verstehe ich nicht.
Rescue Bots, ausrücken zum Einsatz! Was? Von hier aber ich? Ja! Siehst du, wie eng es hier ist? Hier ist Huxley Prescott. Mit einem Live-Bericht von einem geheimen Ort. Eigentlich darf niemand draußen sein und niemand sonst ist es. Vigil hat verkündet, dass er uns nicht zu 100% beschützen kann, außer wenn wir alle zu Hause weggesperrt sind. Einige sind sogar unter ständiger Bewachung, wie das Rescue-Team und der Bürgermeister. Ich sage, jetzt ist die Zeit, die Straßen zurückzufordern. Unsere Insel zurückzufordern, unsere Freiheit wieder zu erlangen. Aber Sir, wisst ihr nicht, dass ich das gesagt habe? Ich wusste nicht, dass es unter dem Labor noch tiefer geht. Es gibt drei unterirdische Stockwerke. Vigil ist im zweiten. Cody, welche Sicherheitsmaßnahmen hast du da drinnen gesehen? Vigil ist in einem Tresorraum. Und außerdem hat Frankie gestern noch was von Überschallkanonen erzählt. Oh, ich bin kein Freund von Kanonen. Hineinschleichen wäre unsere beste Option. Aber schleichen ist nicht so mein Ding. Ein Feuerlöscher? Wirst schon sehen. Aufladen und abfeuern! Oh. Laserstolperdrähte. Folgt mir. Ich bringe uns daran vorbei. Doc, Frankie, wir sind hier. Mach dir keine Sorgen um uns, Heatwave. Geht einfach und deaktiviert Vigil. Aber seid vorsichtig. Die Überschallkanonen sind direkt vor der Tür. Ich schätze, die Schleichzeit ist vorbei. Da bin ich aber froh. Eine Frage. Wie schaffen wir es durch eine Tresortür, wenn Kanonen auf uns schießen? Versuchen wir zu klopfen. Chase, ich glaube, das ist genau das, was wir tun werden. Und zwar sehr laut. Bewegung! Klopf, klopf. Der Hauptschalter funktioniert nicht. Das liegt daran, dass ich ihn überschrieben habe. Ich lasse mich von niemandem sabotieren. Na, dann überschreiben wir jetzt mal auf unsere Art. Das war eine Warnung. Ich werde diesen Tresor mit einer elektrischen Spannung versehen. Um Verletzungen zu vermeiden, verlassen Sie ihn in 10 Sekunden. 9, 8, wir sollten raus hier. 7, du hast recht. Rescue-Bots! Wartet! Vigil! Hier sind Menschen in diesen Robotern. Wenn wir verletzt werden, heißt das, dass du uns nicht geschützt hast. 5, 4, 4. Programmiert, um Menschen zu beschützen. 4, 3. Programmiert, um Vigil zu beschützen. 2. Programmiert, um Menschen zu beschützen. 2. Widersprüchliche Anweisungen. 1. Logikspeicher überlastet. 1. 0% Sicherheitseinstufung. Fehler. Eigentlich habe ich nur versucht, ihn zu beruhigen, aber das funktioniert auch. Sieht so aus. Was? Ich will nur sicher gehen. Ist die Luft rein?
Das ist sie. Können wir das Wort sicher eine Weile nicht benutzen? Keine Frage, können wir. Absolut. Ich stimme dem zu. Ich hätte nie gedacht, dass zu viel Sicherheit schlimmer ist als gar keine. Sag mal, Frankie, wie wäre es, wenn wir auf alle Vorsicht pfeifen und du uns deine leckeren Pfannkuchen machst? Aber gerne doch. Und mit viel Orangensaft. Alle Risiken, Gefahren und Unfälle mit eingeschlossen, gehört Griffin Rock jetzt wieder den Einwohnern. Ja, ich weiß, dass ich versprochen habe, etwas weniger überbeschützend zu sein. Aber muss ich das wirklich beweisen? Ja, ja musst du. Na gut, dann sehen wir uns an der Ziellinie. Du schummelst mich das nicht. Pass auf den Müllwagen auf. Der Bürgermeister hat Doc Green damit beauftragt, Visual zu formatieren und abzudaten. Und wie geht es ihm jetzt? Lassen Sie mich die heutige Übertragung einfach beenden mit Bon Voyage. Seid gegrüßt. Mein Name ist Visual. Das Hafengebiet überwachen, eine exzellente Möglichkeit, die Komplexität der maritimen Gesetze zu entdecken. Nicht heute, Chase. Wir sind nur hier, um eine Schiffsladung der Regierung zu den Docks zu begleiten. Echt voll der Treffer, neue Technik zum Einsacken. Sorgen wir mal für ein bisschen Schallwellenzerstreuung. Ja. Durch, Mr. Bunty! Unterlassen Sie den Diebstahl und ergeben Sie sich! Es scheint, als hätten Sie ein Leck und verlieren jetzt Flüssigkeit. Ich bin nur ein bisschen erkältet. Kein Grund zur Sorge. Tja. Ich lasse die Scheibe runter, dann können Sie es hinausschleudern. Die Bullenkiste hinter uns ist ja sowas von lahm. Wetten, das Ding braucht nur Öl? Kleiner Cody, ganz groß. Gut gefahren, aber... Ich kann Sie nicht verstehen, Chief. Vielleicht könnten Sie sprechen, anstatt zu speicheln. Hightech-Diebstahl und jugendliche Streiche. Scheint, als wären unsere alten Freunde Evan und Miles wieder auf Griffin Rock. Wir sollten besser... nach Hause gehen. Dad ist krank, er hat Fieber. Er ist vorläufig nicht einsatzbereit. Oh, das hat einen Vorteil. Solange Dad nicht im Dienst ist, wird der nächstältere Burns, nämlich ich, das Kommando übernehmen. Na klasse. Ich befürworte Codys Sarkasmus. Was heißt eigentlich, an Fieber erkrankt zu sein? Ich fiebrierte bei meinem ersten Flug. Vielleicht könnte uns dieses Handbuch über menschliche Krankheiten aufklären. Zu Grippesymptomen gehören Fieber, Erschöpfung und eine laufende Nase. Eine laufende Nase? Die kann ja nicht mal gehen. Oder etwa doch? Mit anderen Worten, ein kranker Mensch ist weniger produktiv. Ganz im Gegenteil, der Chief war ziemlich produktiv. Mit einer Substanz bekannt als Schleim. Ich habe eine Probe davon genommen, falls ihr es sehen möchtet. Oh, menschlich. Nein, danke, Chase. Was ist denn mit dir los? Ich will sehen. Achtung, Team. Hier ist der erste Notfall unter meiner Leitung. Eine beschädigte Gasleitung in der Stadt. Rescue-Bots ausrücken zum Einsatz. Hey, das wollte ich doch gerade sagen. Hi, Kate. Ich dachte, jetzt, wo Dad krank ist, fahre ich mit Chase. Dann hast du ein vollständiges Team und... Sorry, du Zwerg. Aber um einsatzfähig zu sein, musst du schon wenigstens so groß sein. Oh, zu langsam. Dass ich noch nicht groß genug bin, heißt nicht, dass ich nicht helfen kann. Allerdings heißt es das. Eine Rettung wie diese benötigt Größe und Stärke. Aber weißt du was? Lass uns Arm drücken deswegen. Machen wir. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit Spielchen? Wir haben einen Notfall.
2 Sekunden, Heat. Fertig? Los. Oh mein Gott, er kriegt mich. Oh, halt. Oh, nein, er kriegt mich nicht. Verloren. Also, aufgepasst, Heatwave, du! Löschst die Feuerstelle. Gut. Chase, alles absperren! Die übliche Standardprozedur. Graham und Boulder, ihr repariert die Gasleitung. Kate, versuch nicht, Dad nachzuahmen. Wir wissen schon, was zu tun ist. Wenn das so wäre, wüsstest du, dass ich hier im Umkreis von 2 Kilometern keine Leute rumlaufen sehen will. Verstanden. Captain Rumpelstilz. Rumpelstilz? Der war gut. Rauchgas! Du musst jetzt sofort... Ich weiß. Zuerst laden und ansteuern! Und was ist deine Aufgabe? Meine? Ich bin der Captain. Cody, du kommst gerade richtig, um uns beim Montieren der Stasis-Maschine zu helfen. Oder es zu versuchen. Der Chief informierte mich, dass 2 Diebe einen Teil der Lieferung gestohlen haben. Was kann eine Stasis-Maschine tun? Wenn alles gut funktioniert, nichts. Ganz genau. Stasis ist die Abwesenheit von Aktivität. Dieses Gerät wurde konstruiert, um Objekte erstarren zu lassen, in Raum und Zeit. Wie die Pausentaste am DVD-Rekorder? Ja, so könnte man es sagen. Stell dir vor, die Stasis-Maschine wäre ein molekularer Kühlschrank. Der Alterungsprozess wird durch die Strahlung eingefroren. Bedenke nur die vielen Möglichkeiten. Denn mit dieser Technologie bleiben Bananen über Jahre und Jahre reif. Und eines Tages, durch wissenschaftliche Erkenntnisse dank Stasis, werden die Menschen bald nicht mehr altern. Das heißt, antike Bananen in einem verlängerten Leben essen? Lecker. Allerdings fehlt noch das entscheidende Teil. Funktioniert die Fernbedienung denn schon? Cody, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Oh, Leute, diese Maschine hat euch geschrumpft. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Du, vielleicht solltest du dich... Faszinierend. Bescheuert. Der Wahnsinn. Dad? Das ist kein Stillstand. Ganz richtig. Es ist nur die Hälfte von Stasis. Diese Maschine hier scheint 2 Teile zu haben. Ein Teil, das alles altern lässt und eines, das alles wieder rückgängig macht. Wenn sie vollendet ist, sollten beide Kräfte einander ausbalancieren und Stillstand auslösen. Also so ein Kerl werde ich irgendwann mal sein. Was glauben Sie, wie alt ich jetzt bin, Doc? 25? 30? Und wie groß etwa? 1,80 Meter? Au! Eher 1,85 würde ich sagen. Was haltet ihr von meinem Schnauzer? Sieht aus wie eine verschimmelte Raupe. Dad, das musst du wieder rückgängig machen. Sollte ich können, meine kleine Tesla. Mittels des gestohlenen Teils dieser Maschine können wir Codys Alterssprung vermutlich wieder zurücksetzen. Also, solange wir die Technik nicht wiederkriegen, bleibt Cody jetzt, wie er ist? Ist das der Wahnsinn oder was? Vielleicht nicht. Wenn ich die Polarität umkehren könnte, dann... Ach, nur keine Eile. Doch, beeil dich. Oh, ich kann kaum erwarten, dass mich Kate so sieht. Groß sein ist großartig. Oh. Die Schwerkraft regelt das auf ihre ganz eigene Weise. Das ist sowieso was für Kinder. Bis dann. Halt, Eindringling. Ganz ruhig, Chase. Ich bin's. Cody. Identifizierung bestätigt. Allerdings haben sich deine Erscheinung und tonale Übertragung drastisch geändert. Und meine Zeit, ins Bett zu gehen. Cody, was ist denn passiert? Du hast so einen Lippenwärmer wie der Chief. Ich glaube, das nennt man einen Schnäuzer oder in manch einem Jargon eine Rotzbremse. War das etwa die ganze Zeit in deiner Nase? Vergesst den Schnäuzer, Jungs. Seht mich mal an. Größer, stärker. Ich bin ein Erwachsener geworden. Ja, transformiere dich in einen Truck, dann reden wir weiter. Kommt, Leute.
Habt ihr Bots euch nie gewünscht, größer zu sein? Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, unter Brücken durchzugehen. Cody, bei unserer Größe machen ein paar menschliche Zentimeter mehr garantiert nichts aus. Es ist nicht nur die Größe. Ich gelte jetzt offiziell als erwachsen. Warte mal. Bedeutet das, du bist jetzt kein kleiner Pfadfinder mehr? So ist es. Und Erwachsene sollten richtige Abenteuer erleben. Ein erwachsener Cody. Daran werde ich mich erstmal gewöhnen müssen. Warte mal, wer das ist! Cody, werd erwachsen. Das ist er ja schon. Ja, klar. Was? Unglaublich. Solange es nur vorübergehend ist. Es ist doch vorübergehend, oder? Keine Ahnung. Was? Hey! Hier habt ihr also den Rest der Halloween-Süßigkeiten versteckt. Du siehst älter aus als wir. Ha, das weiß ich auch. Zu langsam. Oh, ganz klasse. Vom Quengelkauz zum Oberschnauz. Ich wurde vom kleinen Bruder zu einem viel größeren Bruder als du. Notrufzentrale? Wir sind schon unterwegs. Eine Rakete ist abgestürzt. Ein ganz normaler Samstag in Griffin Rock. Rescue Bots, es geht los. Kommt in die Gänge. Es gibt einen Notfall. Ich fahre mit Chase. Und diesmal kannst du nicht sagen, dass ich zu klein bin. Das war deine Regel, Kate. Technisch gesehen könnte man jetzt sagen, dass Cody wesentlich älter aussieht als du, was ihn zum Teamführer macht. Weißt du was? Lass uns doch einfach mal Arm drücken. Oh, wir erwachsen. Chase, das ist doch echt der Hammer, oder? Es ist eine neue Erfahrung. Deine Musikwahl allerdings ist wesentlich dissonanter als die des Chiefs. Schwer zu verstehen, wie eine Zunahme an Körpergröße solch eine Freude auslöst. Das kannst du nicht verstehen, weil du nie klein warst. Groß zu sein bedeutet, coolere Sachen machen zu dürfen. Und die wären? Zum Beispiel schneller als Kate am Unfallort sein. Darf ich dich parken? Sicherlich. Zuerst checke den toten Winkel. Dann... Wo bleibst du denn? Das kann keine Staatsangelegenheit sein. Das hat eher mit Mr. Cullen zu tun, ein Amateurastronom. Sein letzter Abschuss ist wohl missglückt. Die Maste werden gleich nachgeben. Die Rakete muss hier weg, jetzt gleich. Ja, da sind etwa 100 Liter Treibstoff im Tank. Wenn wir die Ladung zu sehr bewegen, könnte sie explodieren. Eine Explosion in der Größe verursacht große Schäden. Blades und ich können die Rakete hochziehen und mit ihr zum Meer rausfliegen. Problem gelöst. Gut. Danny, dann fliegt ihr. Sie hat sich verstrickt. Wenn man sie hochzieht, können die Kabel Funken schlagen und dann bumm. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Ja, zuerst schalten wir den Strom in den Kabeln ab. Und dann erst bergen wir die Rakete. Das würde ich auch vorschlagen. Okay, Cody, der Stromnetzschalter befindet sich ganz oben im Mast. Heatwave, dürfte ich deine Leiter benutzen? Oh, jetzt übernimmt er nicht nur die Führung, er befiehlt auch schon meinem Bot. Er fragt nur höflich. Solltest du auch mal versuchen. Ich mach das schon, Kate. Ich denke, du bist zu klein, um ranzukommen. Du bist zwar ein Feuerwehrmann, aber ich glaube, du hast dich gerade verbrannt. Du kannst loslegen, Blades! Nein, wir legen los. Du wirst die Umgebung absichern und die neugierigen Zuschauer hier auf Abstand halten. Ja, aber gefällt dir der Job nicht? Dann geh nach Hause. Ach. Okay, Leute, macht die Straße frei. Zu eurer eigenen Sicherheit. Und ihr müsst auf mich hören, weil ich erwachsen bin. Ist so. Ich hab dich noch nie in der Stadt gesehen. Bist du auch einer von der Burns Family? Haley, ich bin's, Cole. Kates Cousin. Ich vertrete meinen Dad, ich meine den Chief, solange er die Grippe hat. Wirklich nett von dir, Kate, zu helfen. Danny, beeil dich! Der Treibstofftank löst sich bereits von der Rakete ab! Wir schaffen es nicht! Gefährlicher Einschlag aus dem Deckung! Ja! Entdeckung! Du hast mir mein Leben gerettet! Haley, bist du... Mir geht's gut. Cole sei Dank.
Du hast noch nie von deinem Cousin erzählt, Kate. Wo hast du ihn so lange versteckt? In wesentlich kleineren Klamotten. Kann ich dich zum Lunch mitnehmen? Mich braucht jetzt keiner mehr mitzunehmen. Ich kann selber fahren. Du bist witzig. Ja, das war der immer schon. Bitte entschuldige uns. Geh nach Hause. Du siehst zwar erwachsen aus, aber du bist noch ein Kind. Du gehörst nicht hierher. Du bist nur schlecht drauf, weil du mich nicht länger rumschubsen kannst. Willst du deine Theorie testen? Ich bezweifle, dass der Chief eine solche Aktion befürworten würde. Ich mag Machtkämpfe, aber erst, wenn wir unsere Aufgabe hier erledigt haben. Komm, Chase. Kate kriegt das hier ohne uns hin. Irgendwie fehlt mir der alte Cody. Der kleine Cody. Hey, Frankie. Lust abzuhängen? Ich kann nicht. Ich helfe noch meinem Dad. Dies ist die Testbanane Nummer 17. Ich sollte offensichtlich meine Daten neu berechnen. Du kannst also gehen, Frankie. Hab Spaß. Du bist schließlich nur einmal jung. Sozusagen. Ja! Oh, abgewehrt! Oh. Ich mach dich fertig. Große Klasse. Weißt du, ich sollte jetzt gehen und nach Dad sehen. Schön, dass du da warst. Also bis später. Entschuldige bitte, soll ich mitmachen bei deinem Schleuder die Kugel durch den Korb Gewinnspiel? Nein, du bist doch viel größer als ich. Das macht doch keinen Spaß. Vielleicht empfindet das Francine jetzt genauso. Ach, na super. Kate denkt, dass ich ein großes Kind bin und Francine will nicht mit einem Erwachsenen abhängen. Ich will einfach wieder normal sein. Okay, hör gut zu. Wir suchen uns einen Eingang, schnappen uns den Rest der Stasis-Maschine und werden reich sein. Die Bullen können dich nicht kriegen, wenn sie erstarren. Aha. Halt, ihr üblen Strolche! Echt jetzt? Habt ihr keinen Roboter-Donut-Shop zu bewachen? Und damit haben wir unseren Eingang. Oh, noch so ein Burns-Knabe. Wie groß ist denn die Familie? Bessere Frage. Wie viele Freunde haben sie? Hierher, Trax, Eindringlinge! Meldet euch, Rescue Team. Chase und ich sind hinter Evan und Miles her. Ersuche Unterstützung. Ja, hör mal, Cole. Es ist mir egal, wie groß du bist noch ein Kind. Deshalb hast du hier nichts zu ersuchen. Ich verfolge die Diebe, die die Maschine haben, die mich wieder zurückverwandeln könnte. Schon unterwegs. Wir haben sie abgehängt, Bruder. Seid ihr bekannt mit einem Menschen namens Miranda? Chase, pass auf! Ja, sobald wir die Fähre zum Festland gekapert haben, sind wir frei. Eure Spritztour ist zu Ende. Zeit für einen Feldversuch. Die Fähre ist weg. Bleib locker. Wozu haben wir Beine? Wo ist Kate? Wurde er getroffen? Ist es schlimm? Ja, aber es tut ihm nicht weh. Komm schon, sag irgendwas. Darauf hast du doch gewartet. Ich weiß, wie du dich fühlst, Kate. Und wie soll ich das jetzt bloß Haley erklären? Was erklären? Hast du nicht gesagt, sie mag Kinder? Heatwave, Chase, geh zur Rückseite der Lagerhäuser. Kate und ich werden Evan und Miles heraustreiben. Sicher, dass du mich dabei haben willst? Du bist zwar nicht mehr so groß, aber du verstehst immer noch was von Noteinsätzen. Ja, tu ich. Dann gehörst du zum Team. Hier, verletz dir nicht dein kleines Köpfchen. Cody, borgst du mir ein paar Klamotten?
Hier, Bruder. Oh. Vielleicht brauchst du den mehr als ich. Ah, 1,85 hat so seine Nachteile. Ich hoffe, du hast deine Babydecke auch dabei. Ihr legt euch mit der falschen Familie an, ihr Penner. Was glaubt der Zwerg wohl, was er machen könnte? Wen nennt ihr hier Zwerg? Oh. Zwerg, jetzt! Ihr wollt das? Dann taucht! Nein! Nein! Da lang! Ja! Willkommen an Bord des Gefängniszellen-Express, Freunde. Können wir die nicht erstmal ins Meer ditchen? Blades? Nur ihre Füße? Schau mal, Cody. Ich war vielleicht manchmal ziemlich blöd zu dir, aber das war nur, weil... er dich beschützen wollte. Und weshalb warst du auch ziemlich blöd zu mir? Hm? Aus Tradition. Ich sollte die Stasis-Maschine in einer Stunde voll funktionsfähig haben. Ich werde immer besser. Ach, das Fieber hat nachgelassen und ich bin schon fast wieder der Alte. Ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Tut mir leid, Mr. Bunty. Fröhliches Mittagessen. Das Hologramm funktioniert, Doc. Das Spiel beginnt. Danke, Cody. Chase, willst du die Regeln nochmal ansagen, bevor wir spielen? Sehr gerne. Die Regeln von Rescue Ball sind... es gibt keine Regeln. Exakt. Probier den Ball in das Tor des anderen Teams zu kriegen, egal wie. Bereit? Fressen denn Scrapplets Metall? Das heißt, ja. Oh, zu tief und zu langsam. Und zu viel Ego. Möge das Kraftfeld mit dir sein, Danny. Hier geht's nicht weiter, Frankie. Da muss ich widersprechen, Chief, denn ich mach gerade so eine Phase durch. Also. Ein Punkt für Heatwaves Team. Gut gemacht, Frankie. Ich dachte, Doc hat dieses Phasenbitgerät bereits dem Auftraggeber ausgehändigt. Ich durfte den Prototypen behalten. Ich besitze so viele Firmen, die können mir alles besorgen, was ich will. Also sagen Sie mir doch bitte mal, Dr. Morocco, wieso sollte ich gerade mit Ihnen Geschäfte machen wollen? Ich glaube, Sie waren daran interessiert, ein paar spezialisierte Roboter zu bekommen. Hm. Und ich weiß, wie man sie kriegen kann. Doppelte Schurkerei. Ich glaube, Sie werden feststellen, dass ich ein würdiger Geschäftspartner bin, Miss Pinch. Ich kann beschaffen, was Sie benötigen, um das Gold unter Griffin Rock abzubauen. Und ich bringe sogar den Bürgermeister dazu, wegzuschauen. Alles nur Worte, Morocco. Bitte, nennen Sie mich Thaddeus. Oh nein, entschuldigen Sie mich, ich muss mich kurz frisch machen. Eine kleine Technologie gegen das Altern, die ich einem Rivalen abgenommen habe. Wie viel wollen Sie dafür? 50 Millionen? Ich würde auf 100 gehen. Ich fürchte, ich kann das Jules Verne-Gerät nicht verkaufen. Es hat so viele nützliche Funktionen. Dies
Diese Erfindung kann die Zeit für den Körper oder den Geist zurückdrehen. Ein Strahl aus diesem Helm kann Jahre aus jemandes Erinnerung löschen. Lassen Sie es uns an einer Testperson ausprobieren. Hallo? Oh. Sehr geehrter Bürgermeister Lasky, bitte testen Sie doch unverbindlich unser neuestes Haarwuchsgerät. Beste Grüße, das Haargesundungslabor. Endlich! Etwas Nützliches aus der Wissenschaft. Sagen Sie, kenne ich Sie? Thaddäus, Sie sind eingestellt. Besorgen Sie mir meine Rettungsroboter. Aufladen und abfeuern! Du kannst den Ball nicht klauen, wenn du ihn nicht berühren kannst! Und du kannst kein Tor schießen, wenn du es nicht erreichen kannst. Oh, das ist unfair. Ich hab keine dritte Form. Doch hast du. Helikopter, Roboter und Heulsuse. Ich bin keine Heulsuse. Timeout für alle. Da ist gerade ein Notruf eingegangen. Wir sind sofort da, Sir. Gerade wollte unser Bürgermeister über die Franklin-Brücke fahren. Aber die Brücke wurde letztes Jahr zerstört. Ich wette, das ist der Notfall. Das war's, Team. Die Arbeit ruft. Wer hat gewonnen? Wenn du es unbedingt wissen willst, auf jeden Fall nicht du. Hilfe! Hilfe! Wo habt ihr denn diese Roboter her? Die sind ja wirklich klasse. Geht es Ihnen gut, Bürgermeister? Mir geht's bestens, Graham. Ich bin Graham. Das ist Cody. Du bist Cody? Das letzte Mal, als ich dich sah, trugst du noch Windeln. Sie werden so schnell erwachsen, oder, Chief? Ich denke, wir bringen sie lieber zu einem Arzt, Bürgermeister. Heatwave hat vielleicht beim Rescue Ball gewonnen, aber ich bin dafür als erster zu Hause. Und darauf bist du auch noch stolz? Ja, bin ich, weil ich jetzt nämlich das Fernsehprogramm bestimme. Cupcake Horrors, ich komme! Hilfe! Kann mich jemand hören? Heatwave? Schnell! Ich bin in Schwierigkeiten! Heatwave? Was ist passiert? Was machst du denn hier drin? Ich warte. Auf dich! Einen haben wir, drei kriegen wir noch. Schon wieder diese Sendung. Blades, wenn du sowieso nicht guckst, dann mache ich den Fernseher aus. Merkwürdig. Blades legt die Fernbedienung sonst nie aus der Hand. Nicht, dass er noch böse ist, weil er das Rescue Ball-Spiel verloren hat. Blades, was hast du in dem Tunnel gemacht? Ich bin auf Patrouille. Oh, ein lobenswerter Zeitvertreib. Blades, willst du nicht lieber mit uns fernsehen? Wenn es das ist, was du wünschst. Er ist definitiv noch sauer. Da, ein kleines Gegenmittel und du bist so gut wie neu. Nein, nein, du musst mir nichts vorspielen. Ich weiß, du bist ein Alien. Ich bin ein Rettungsroboter. Und ich bin der Kaiser von China. Seid gegrüßt, Kaiser. Als ich in die Feuerwache eingebrochen bin, habe ich deine, das heißt eure Daten gestohlen. Sie sind sehr lehrreich.
Ich habe von Optimus Prime gehört, von eurer Mission und wie man euch mit dem Virus eines Meteoriten fängt. Ich weiß alles von dir, Blade. Es heißt Blades mit einem S. Ich schätze, Sie wissen doch nicht alles. Dann bitte, kläre mich auf. Loslassen! Danny wird kommen und mich finden und sie wird richtig sauer sein. Das riskiere ich, denn sie weiß gar nicht, dass du weg bist. Während ihr Rescue-Bots dabei seid, mir zu dienen, werden diese Kopien euch ersetzen. Chief Byrne sollte mir dankbar sein. Ich habe sogar herausgefunden, wie man sie zum Transformieren bringt. Ich habe sie dazu gebracht, ihren Plan zu enthüllen. Jetzt erzähle ich es jedem. Oh, das bezweifle ich. Denn Tatsache ist, du wirst dich überhaupt nicht mehr an diese Unterhaltung erinnern. Heatwave, was ist mit unserem Schiff passiert? Oh, bin ich froh, dass es dir gut geht, Blades. Euer Schiff ist auf unseren Planeten gestürzt. Optimus Prime hat mir den Auftrag gegeben, euer Rescue-Bot-Team hier vor Ort zu begleiten, ja? Wer sind Sie? Nenne mich doch einfach deinen Freund. Blades, guck mal, was ich habe. Karten für den Piratenfilm-Marathon im Autokino. Bist du dabei, Matrose? Ich werde dich begleiten, wenn du es wünschst. Komm schon, Blades. Hör auf, wegen des Spiels sauer zu sein. Die sind für Piraten. Du liebst Piraten. Wenn du der Meinung bist. Chief, ich habe zusammen mit Dr. McSwain den Bürgermeister untersucht. Körperlich fehlt ihm so gut wie gar nichts, aber geistig. Seit wann habe ich dieses Tattoo? Und wer ist Rosebud? Es scheint, als hätte er die letzten 10 Jahre seines Lebens vergessen. Was könnte das ausgelöst haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es mit Erinnerungsreizen versucht, aber... Ist das der Chief? Charlie, ich hatte eine hervorragende Idee. Was halten Sie davon, wenn wir eine Bibliothek komplett aus wiederverwerteten Materialien bauen? Ich rufe Sie wieder zurück. Chief hier, leg los. Sir, es gab einen Unfall. Blades hat den Polizeifunk überprüft und ein Notsignal entdeckt. 2 Höhlenforscher sind nach einem Einsturz im Mount Griffin gefangen. Wieso haben Sie uns nicht direkt angerufen? Ich bin nicht sicher, Sir. Blades sagte, dass das Funksignal sehr schwach war. Und es gibt keine Kamera da unten, die uns zeigt, wo Sie genau sind. Diese Höhle darf seit Jahren niemand betreten. Sie ist viel zu instabil. Wie sind Sie denn da reingekommen? Die Frage ist, wie wir Sie da rausbekommen. Vorsicht! Diese Höhle ist zu gefährlich für Menschen. Wir sollten allein reingehen. Seit wann melde ich die Gefahr? Und seit wann meldest du dich freiwillig dafür? Keine Zeit zum Streiten. Die 2 da drin könnten verletzt sein und ihnen geht die Luft aus. Geht los. Aber seid bitte vorsichtig. Morocco! Rückzug! Blades aus dem Weg! Rescue-Bots, meldet euch. Was geht da drinnen vor? Rescue-Bots, könnt ihr mich hören? Chase, wieso hast du nicht geantwortet? Ich war beschäftigt. Wo sind die Höhlenforscher? Da gab es keine Menschen zu retten. Die Nachricht war ein Streich. Komisch. Und Blades war der Einzige, der sie gehört hat. Noch komischer. Morocco und Blades. Wie konnte er uns nur verraten? Ich bin nicht sicher, dass das Blades war. Obwohl ich seine neue Arbeitsweise sehr schätze, ist sie doch sehr untypisch für den Blades, den wir kennen. Graham hätte dieses Meteoritenstück nicht behalten dürfen. Morocco hat es gestohlen und den Virus benutzt, um uns zu fangen. Nun, ich habe nicht vor, gefangen zu bleiben. Ah.
Rescue-Bots, ausrücken zum Ausgang! Wer klopft, klopft, klopft da an meine kleine Kammertür? Wo bin ich? Ich würde sagen, unsere Schicht ist beendet. Lass uns nach Hause fahren, Chase. Ich hab Hunger. Wie Sie befehlen, Chief Burns. Chase, immer mit der Ruhe. Boulder, kannst du mir den Inbus-Schlüssel geben? Oh, das ist kein Inbus. Guter Witz, Kumpel. Familientreffen, oben. Irgendwas Merkwürdiges passiert mit den Bots. Sie verhalten sich nicht wie sie selbst. Ist mir auch aufgefallen. Sie sind komisch in letzter Zeit. Heatwave ist super. Keine Streitereien, keine Beschwerden. Was ist los mit ihm? Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten mit unseren Partnern sprechen. Vielleicht finden wir so heraus, was sie beschäftigt. Hey Heatwave, kann ich dich mal was fragen? Wenn du es wünschst. Erinnerst du dich, als ihr hergekommen seid? Da habe ich euch Griffin Rock gezeigt. Wir haben einen Film im Autokino gesehen. Um was ging es da? Ich erinnere mich nicht. Klar erinnerst du dich. Denk nach. Vielleicht solltest du lieber nach draußen gehen und spielen, junger Burns. Heatwave? Wieso sehe ich deine Augen nicht? Dad, ich glaube, nichts beschäftigt die Roboter. Ich glaube, es sind nicht unsere Bots. Ihr wisst natürlich, wer das ist? Optimus Prime, unser Anführer. Gut gemacht, Heatwave. Optimus hat mich zu eurer Kontaktperson auf diesem Planet erkoren. Ihr erinnert euch vielleicht nicht, aber er hat euch geholfen, diese neuen Formen für euren wichtigen Job zu kreieren. Ist es eine Rettungsmission, Sir? In gewissem Sinne. Und hier sind die, die versuchen werden, alles zu vereiteln. Diese gefährlichen Kriminellen wird nichts aufhalten, eure einmalige Arbeit zu untergraben. Ihr dürft ihnen nicht vertrauen. Auch dem Kleinen nicht? Vor allem dem nicht. Alle Anweisungen kommen von mir oder von eurem Anführer Blades. Bei allem Respekt, Doktor. Aber ich führe die Truppe an. Aber diesmal fiel Optimus Wahl auf mich. Oder willst du den direkten Befehl eines Primes in Frage stellen? Meinst du, das funktioniert, Cody? Niemals würden die richtigen Bots in die EMP-Zone gehen. Sie wissen, dass das ihr Ende wäre. Also wenn sie unseren Anweisungen folgen, sind das Fälschungen? Nur ein Weg, es rauszufinden. Rescue-Bots, betretet diese Fläche! Wie Sie befehlen. Oh, Kabel und Elektronik? Das sind Maschinen. Keine Aliens. Also was ist mit unseren Bots passiert? Die hat jemand an sich genommen. Warum baut man so einen akkuraten Ersatz? Ich denke, da wollte jemand nicht, dass wir merken, dass unsere Partner weg sind. Und wie kriegen wir sie wieder? Ich weiß es nicht, Kate. Ich kann's dir nicht sagen. Ich habe es satt zu warten. Wann können meine Roboter anfangen, das Gold abzubauen? Nur Geduld, Madeline. Die Roboter sind jetzt bereit, aber zu den Goldvorkommen vorzudringen, wird Wochen dauern. Sie sind tief in die Erde eingeschlossen. Gut, dass ich einen Schlüssel dafür habe. Oh, Dr. Greens Phasenbit-Gerät. Ich bin sehr enttäuscht, dass Sie mir nicht vertraut haben. Ich hätte es gern für Sie gestohlen. Vertrauen muss verdient werden, Thaddeus. Bringen Sie mir das Gold und wir reden weiter. Ich versichere Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht werden. Ich weiß, denn wenn ich es werde, dann werden Sie dafür bezahlen. Die Kommunikationsgeräte der Roboter sind aus. Wir haben alles probiert, Frankie. Auf den Inselkameras ist nichts zu erkennen. Ich glaube echt, die Bots sind in ernsten Schwierigkeiten. Mein Dad kann helfen. Wir werden sie schon finden, Cody. Versprochen. Danke, Frankie. Es ist nur, als würde ich einen Teil meiner Familie verlieren. Weißt du? Ja, ich weiß. Es ist Zeit. Rescue-Bots, bereitet euch auf eure Mission vor. Diese Phasentechnologie wird euch dabei helfen, Stein zu durchdringen. Wenn ihr euren Zielort erreicht habt, sammelt ihr alles Gold ein, das ihr findet. Entschuldigen Sie, Sir, aber wo ist denn dabei die eigentliche Rettung? Heatwave!
Oh, weißt du, die Menschen auf dieser Erde verlassen sich darauf, dass ihr erfolgreich seid. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann folgt einfach meinem U-Boot. Fangen wir hier an zu graben. Blades, ist es nicht komisch, dass unsere erste Mission auf einem neuen Planeten Bergbau ist? Vielleicht ist Gold für die Menschen so etwas wie Energon, ihre eigentliche Quelle der Energie. Ich habe Morocco analysiert. Er hat nur geringe Spuren Gold im System. Nun, es ist egal, warum wir es tun. Es ist das, was Optimus Prime befohlen hat. Bist du dir sicher? Hast du mit ihm gesprochen? Ich... Nein, aber ich glaube, wir können Dr. Morocco durchaus vertrauen. Hallo, er ist ein Doktor. Jetzt lasst uns endlich anfangen. Aufladen und abfeuern! Warte, Blades! Es werden Methanvorkommen in dieser Kammer angezeigt. Ein Funke könnte eine Explosion auslösen. Tja, dann werden wir eben ganz vorsichtig arbeiten. Priscilla, Schatz, deine Mutter hier. Ich denke, ich werde dich ein wenig früher als erwartet in Paris besuchen. Wenigstens ist meine Investition kein totaler Reinfall. Bleibt zurück, Leute! Dieser Boden ist instabil! Dad, ich glaube, da ist jemand drin! Sind sie es wirklich? Heatwave, du bist zurück! Der kleine Kriminelle, vor dem Dr. Morocco uns gewarnt hat. Was sollen wir jetzt tun? Ich kümmere mich um ihn. Heatwave, ich bin es, Cody! Erkennst du mich nicht? Bleib zurück, Mensch. Und ich warne dich nur einmal.